Hi und willkommen zurück zu Portal Knights, wo wir hier so ein bisschen von Portal zu Portal rutschen. Porteln. Und Porteln, genau. Ja, wie ihr eventuell sehen könnt, hat sich doch ein bisschen was an uns verändert. Ich habe jetzt einen Bart. Ja, genau. Nicht rasiert. Ja, so ein bisschen hat sich so, ja, so farblich haben wir uns doch ein bisschen gewandelt. Und wir unterscheiden uns nur noch an, ja, rot-blauen Ärmel. Ich finde die Ärmel so cool. Oh. Ich finde die Ärmel so cool, die muss ich behalten. Die sind sowieso nur Skin, also von daher. Ich habe ja die blauen Ärmel drunter und die machen den Skin. Finde ich cool, weil dann habe ich nämlich die Bonuspunkte von den blauen Ärmeln, von den normalen, aber ich habe diese schickeren an. Ja, 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 ja. Ich wollte nämlich nicht so aussieht wie so eine Küchenhilfe hier, so blau-weiß komplett. Erst habe ich gedacht, ich behalte noch was, ein bisschen was von Lila, aber irgendwie passte das dann nachher auch nicht mehr und ich wollte die besseren Punkte haben. Und na gut. Powerboys sind achtet auf ihr Outfit. Naja, mehr oder weniger. Wir wollten so ein bisschen ja die Welt entdecken und haben da ja so eine schöne Aufgabe gekriegt mit dem Relikt und ja. Warum wir so ein bisschen anders aussehen, liegt an dem Portal, was wir gefunden haben. Wir sind da einmal ganz fix durchgerutscht, haben gesehen, dass es da ein paar grüne Smaragde gibt, haben uns mal fix was gesammelt. Also jetzt nichts Spannendes, was ihr großartig verpasst habt. Und dann haben wir uns umgezogen und sind wieder hierher zurück. Aber die andere Welt lernen wir natürlich noch mit euch zusammen kennen. Wir haben sonst nichts weiter geguckt oder so oder angesehen da. Wir haben wirklich nur denn so ein bisschen Smaragd gesammelt. Au. Oh, Powerbrüste nimmt den kurzen Weg. Ja. Habe ich mal so spontan entschieden gerade. Ich nicht, ich nehme die lange. Mann, jetzt kriegen wir Erfahrung. Oh, jetzt hat er das auch endlich mal. Ja, ich bin ein bisschen langsam wie üblich. Bamsi, 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 Bam. Bamsi, Bamsi, Bams. Ein Keramiktopf. Wir haben ja noch nicht genug Deko. Oh, was ist das? Hm, toll. Oh. Wer ist denn? Ja. Ah, der spuckt ja irgendwas. Oder schießt ja irgendwas. Der hat ja auch einen Zauberstab. Kannst du klicken, Alter. Ja, einen besseren Zauberstab konnten wir uns leider noch nicht basteln. Hier ist Energy, wenn du sowas brauchst. Oh, ja. Yeah. Toll. Deko-Flaschen. Pass auf, da kommen gleich ein paar. Oh ja, Digga. Hä? Wieso laufe ich denn jetzt auf einem Rückwärts? Ein Anukrab. Oh Gott. Ja, wie er sich dreht. Das scheint doch recht zäh zu sein. Ah. Oh. Ja. Wir beide das gleich. War synchron, liebe Leute. Der unkaputtbare Sarkophag. Oh, mach die Dinger kaputt. Oh, Heiltotem, cool. Und vor allem grüner Sandstein, viel wichtiger. Ja. Aber ich habe gedacht, man kann sich die so mitnehmen. Als Deko, schade. Und guck mal hier oben. Oh, fahren, geil. Können wir uns auch wieder schön hinhängen. Ja. Wir finden einfach zu viele Ikea-Plünder. Ja. Plünder, sag ich schon, Plünder. Das ist halt typisch Ikea, ne? Eigentlich wollten wir nichts kaufen, ne? Echt mal. Nur wegen einem Glas wollten wir rein. Achso, zu weit, na gut. Die Schalen sehen aber auch geil aus, muss ich sagen. Die was? Die Schalen hier, die Feuerschalen. Ja, die habe ich auch schon eingesammelt. Gib mir meine Feuerschale. Aua. Ja, bist auch auf seinen Kopf gefallen. Ja. Oh, was hatte der denn? Eine Fluchschriftrolle von Citrus, Cirrus, wie auch immer. Ich hab eine Froschstatue. Cool. Guck mal hier. Denke. Oh, geil. Können wir uns schön vorne vor den Turm stellen und so. Oh. Oh.
Die ganze Bude ist erstmal gleich dunkel. Ne? Du hast keine Chance. Yeah. Das dynamische Duo. Echt mal. Mensch. Wer hängt der hier? Oh. Ich habe eine Maske. Aufgabe abgeschlossen. Cool. Das ist das Relikt-Ding gewesen. Mhm. Geil, ne? Das ging ja fix. Ja, wir sind ja Profis. Ich habe gedacht, wir müssen die halbe Map absuchen. Wie quasi mit der Waffe. Ja, schon recht praktisch, dass der Ort der Quest gleich hinter der Questaufgabe ist. Ja, ne? Warte mal, Moment mal. Soll uns das nicht vielleicht was mit der Waffe sagen? Ist das in der Nähe von dem Gefängnis? Trakt-Ding? Wir haben da alles abgesucht, oder? Weiß ich nicht, haben wir? Ich glaube, das sollten wir nochmal überprüfen. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hochbauen hier, wa? Da kommen wir hier woanders raus. Wir können uns, glaube ich, zum Startpunkt teleportieren. Ja gut, dann müssen wir einfach nur nochmal die Map neu laden, quasi, ne? Oder? Ah ne, hier unten rechts, glaube ich, ne? Ich klicke da einfach mal drauf. Mal gucken, was passiert. Ja, ich bin oben. Ja, guten Tag. Ich auch. Hallo, du. Also das hat auf jeden Fall all die Zeichen eines Citrus-Relikts. Du könntest die Oberhand in den Verhandlungen haben. Nun, wie sollen wir den Handel angehen? Zwei normaler Mana und zwei einfache Heiltrank. Okay. Ich bin sicher, dass du mit der Citrus-Maske in deinem Besitz den Handel um das Relikt schaffen wirst. Solange sie nicht wissen, was das die Maske wertlos ist. Aber wie kommst du nah genug an den Anführer, um den Handel durchzuführen? Ich habe eine Idee. Warum trägst du die Maske nicht? Einfach, was? Ich glaube nicht, dass sich die Anhänger trauen würden, sich einem Boten Citrus in den Weg zu stellen. Citrus, nicht Citrus. Was sag ich denn die ganze Zeit? Ihr Anführer würde dich sicher durchschauen. Aber er ist es auch, mit dem du reden musst. Ach, du grüne Neune. Da musst du nur noch da reinkommen und den Anführer der Kultisten finden. Und ja, es stand da wirklich Anführer. Sein Name beginnt mit einem Z. Zipa? Zamba? Irgendwie so. Mann, bist du hilfreich. Ja, suchen wir den aber. Ja, scheint so unsere Aufgabe zu sein. Ich stimme weit also, weg. Jetzt haben wir zwei Aufgaben. Tausche die Maske, finde den Anführer und tausche mit Hoher Kultist Cebu die Maske, okay. Guck mal. Hilfe! ein Alien! Ja, ich habe eine Krake auf dem Kopf. Ja, echt eh. Das sieht immer bescheiden aus. Oh, Alter, wie bescheuert sieht das denn aus, Alter? Was ist denn hier für eine Party? Seht ihr nicht die Maske? Wieso greift die mich an? Bamsi, yeah! Was sind das denn hier für brennende Klopse? Roter Schleim! Juhu, Feuerschleim! Oh, da ist ja noch so ein Drachen. Tiger. Saurier. Ding. Betteln uns hier durch. Der müsste bestimmt hier oben irgendwo sein, der Typ. Wieder so ein. Ha, nicht mit mir. Diesmal war ich rechtzeitig. Ha, ha, ha. Nicht mit mir. Diesmal war ich nochmal rechtzeitig. Ha, ha, ha. Und ciao, Kumpel. Plimol. Schon wieder so eine Schriftrolle. Was sieht da schon danach aus? Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon. Nur an den Feuerblubbern vorbei und die anderen ganzen Gesöhns hier und dann. Ah, das ist ja wohl mit Licks. Aber ich hätte gerne so langsam mal ein besseres Zauberstäbchen. Was für ein unepisches Battle. Alles klar. Die Figur. Nice. Oh, geil. Die kann man sogar mitnehmen.
Oh, Fahren gibt's hier auch. Hä, wo hast du denn jetzt zu fahren? Aber auf jeden Fall... Achso. Auf jeden Fall kann man jetzt die beiden, die Krokodiles, kann man jetzt an der Tür stellen. Die finde ich ja cooler als die vorher, die jetzt sind. Meine Ritter? Klar, die sind doch cooler jetzt. Mit Gold und so. Die Ritter kann man ja an den Seiten noch hinstellen. Ja, immer genug Erhebung. Wieso ist der immun? Warum bist du immun? Nicht auf die Leute schießen. Warum? Das sind doch die Anhänger. Geh einfach durch. Also. Warum dreht sich meine Kamera öfters? Ich verstehe das nicht. Irgendwie spinnt hier drin meine Kamera. Ja. Hä? Nicht gut. Hä? Hä? Also den anvisiert hast bestimmt. Gehen wir weit genug weg und dann... Nee, hab ich nicht. Ich hab nur diese Citrus-Dinger. Aber wie kann ich die denn wieder... Weiter, einfach weiter weggehen. Ah, okay. Oh, Gott sei Dank, was ist denn jetzt hier mit meiner Kamera los? Ich laufe die ganze Zeit rückwärts und so. Ja. Das ist schön, wenn du abbaust und nebenbei aus dem anvisierst. Komm schon, ich bin kein Narr. Ich sehe, dass du nichts weiter bist als ein Sterblicher mit einer Maske. Ich bin ja wohl ein Zauberer mit einer Maske. Echt? Allerdings einer wichtigen Maske, die meine Untergebenen vergeblich gesucht haben. Ja, so schön war das gerade nicht. Ups. Als zwei vernünftige Menschen werden wir sicher zu einer Einigung kommen, oder? Wie wäre es, wenn ich dir für die Maske dieses Relikt gebe? Ja, natürlich ist dieses ein sehr wichtiges Relikt. Wer kann schon sagen, welche Macht es in sich birgt? Was sagst du? Haben wir einen Handel? Na, was sagst du? Relikt gegen Maske? Ja. Aber ich glaube, Relikt brauchen wir ja, ne? Ja. Dann haben wir eine Abmachung. Gib mir einfach die Maske und das Relikt gehört dir. Ich bin ein Mann meines Wortes. Genieße dein wertloses Relikt. Ja, wie er jetzt grinst auf einmal, geil. Der hat genau dasselbe Grinsen jetzt wie wir. Wurm ja. Tot im Bruchstück. Ach du Rühne. Ciao. Ah, oh, jetzt bin ich wieder ohne Mütze. So. Alles klar. Ciao, leider. So, jetzt müssen wir wieder zu ihr zurückkehren. So, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Da hinten? Nee, doch. Du kannst dir die Mütze trotzdem kaufen. Bei ihm. Was kann ich? Mit 200 kannst du dir diese Tentakelmütze kaufen bei ihm. Ja, lol. Also so scharf war ich auf die jetzt nicht. Der verkauft grüne, gelbe, die glühende Sandblöcke. Verschiedene Farben? Nee, nur leider nur den gelben wieder. Achso. Den wir schon haben. Na gut, die finden wir auch so. Wir brauchen ja nur ein paar Monster killen. Wo bist du hingeflogen? Ja, ich bin noch hier bei ihr jetzt wieder. Du hast das Relikt. Das muss eine erschütternde Erfahrung gewesen sein. Ich vertraue es dir an. Nö, war nicht so erschütternd. Sei nur vorsichtig. Wenn das Wohl der Urbiester an den Planeten gebunden ist, wie es der Text beschreibt, wie sie der Bruch sicher sehr mitgenommen haben. Was hast du gesagt, Baum? Sie sind möglicherweise nicht sehr froh, dich zu sehen. Oh, das kennen wir ja, das Problem. Ja. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ein Kraki! Was ist ein Kraki? Ego bestimmt. Geil! Ah, guck mal, mein Kraki! Ach, hey. Oh, ist das niedlich! Ey, wehe, du fährst mein Kraki an, dann gibt's aber sowas von Fett aufs Maul. Oh, ist der niedlich. Oh, 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 da stimmt aber, da war ja was. Oh, ist der niedlich. Die Powerbrüssel hat einen neuen Fan. Oh, wie geil. Oh, ich feiere ihn so hart. Aber muss ich den abgeben? Ah, 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 ah. Hau ab hier, ich hab einen Kraki.
Ich möchte ein Familienfoto. Komm mal hierher. Nein, Kraki, bleib hier. Kraki, du musst einmal nach vorne gucken. Kacke! Ah ja, Fotos mit dir. Das ist scheu. So, oh ja, so passt. Nein, Kraki! Der ist sehr lebhaft, ne? Alter! Kraki, kannst du nicht mal 10 Sekunden, bitte! Ja, oh ja, oh ja, ja. Geil. Oh, nice. Oh, wie süß. Alter, er hat Moonwalk drauf. Ja. Ah, ist der niedlich. Alter, ich dreh durch. Ich dreh überhaupt nicht durch. Das ist männlich. So. Ich bin froh sein, dass ich kein Einhorn bekommen hat. Über das Spiel nicht jetzt vorbei, weil mein Tier erst abgestürzt wäre. Also, ich muss sagen, Krake, ich finde die viel niedlicher als so ein Einhorn. Der geht voll ab. Achtung, Krake. Und vor allem, der heißt noch so niedlich, Krak. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich... Ach, nee, wir müssen Kraki nicht abgeben. Komm mal, komm, Kraki, wir gehen baden. Komm, Kraki. Oh, hi. Oh, bist du niedlich. Darum wird sich jetzt das ganze IP drehen. Um Kraki. Ich könnte jetzt tot umfallen auf meinem PC-Stuhl. Was? Hast du was gesagt? Ja. Genau das habe ich gesagt. Kraki, 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 Kraki. Ich mir jetzt einen Schatz so. Ach, wie niedlich ist das Ding. Und wenn das jetzt stirbt, breche ich sofort das Spiel ab. Nö, nee, ich glaube. Meinst du, der kann nicht verletzt werden? Kraki, 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 Kraki. Oh. So, was müssen wir eigentlich auf dieser Map jetzt noch machen, außer dass ich mit Kraki spiele? Wieso außer? Nur mit Kraki spielen, geil. Hast du die verdient? Dafür musst du schließlich mit der hässlichen Mütze rumlaufen. Oder du kommst runter, da wo ich bin. Wenn ich weiter weg bin, dann zoomt er einfach hinterher. Hä? Ich bin jetzt so um dieses Ding einmal hier rumgelaufen. Wo bist du denn her? Ich habe mich von oben durchgegraben. Ach, von oben. Du fängst von unten wenigstens an. Ja, aber hättest du wie von unten graben können, oder nicht? Oh, Leuchtestein! Hallo, Kraki! Kraki, deine Aufgabe ist niedlich auszusehen. Du machst das perfekt. Ja. Das nenne ich mal Grabraum. Echt mal. Oh, da siehst du, mit den Kupferplatten können wir eigentlich auch irgendwas machen. Toll, jetzt dürfen wir uns wieder rausbuddeln. Vor allem ist die große Stein, das finde ich cool. Kraki, helf mal mit. Großer Steinziegelblock, okay. Oh, ihn hat schon so viele Ärmchen, weißt du, macht trotzdem nichts. Du und deine Haustiere. Wohl erzogen. Und wenn der mal Gassi geben muss, dann gehst du mit ihm raus, Fräulein. Du wolltest ihn ich haben. Ich bin doch schon die ganze Zeit draußen mit ihm. Ja, aber kurz im Wasser. Du musst morgen früh auch gleich wieder raus. Kein Problem. Ich mach das für Kraki. Für seine Niedlichkeit. Für seine Niedlichkeit. Komm, Kraki, wir baden. Hui! Komm, Kraki. Komm hoch. Ich dreh durch, Alter. Ich hab ne Kraki. Oh, der sieht auch so niedlich aus mit seinen großen gelben Kulleraugen. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin Mutti. Ja. Ich darf mich nicht mehr in Gefahr begeben. Ciao. Kopfschuss, Mutti. Aber was ist, wenn ich sterbe? Ist Kranki denn auch weg? Falls ich mal runterfalle oder so. Oh mein Gott. Das darf nie passieren. Kraki darf nie wechseln. Mann, dass ich immer die Sachen gleich aufheben will und nicht an diese blöde Bumskugel da denke.
Ja, gut, also so viel zum Entdecken gibt es ja jetzt auf dieser Map, glaube ich, jetzt nicht mehr großartig, glaube ich, irgendwie so. Das ist ein Schlüsselsymbol. Was hat das zu bedeuten? Das ist doch eigentlich die Fru da, wo wir doch gerade waren und das abgegeben haben. Da habe ich gerade Kraki her. Ich rede nochmal mit dir. Nochmals hallo. Ich wünschte, ich hätte die Chance gehabt, die Oberste während der Blüte ihrer Kraft zu sehen. Ja, das war's. Gerade mit ihr gesprochen, kam nichts. Wir haben das erledigt. Wir haben ja die Maske abgegeben, bei ihm abgegeben und dann das Relikt bei ihr. Das war's. Ja, der Schlüssel ist auch auf der Map weg. Dann suchen wir uns mal ein Portal. Na da. Die Richtung. Du hast ein Portalsucher. Komm, Kraki. Kann er auch rollen? Das war heiß. Das wäre ja richtig geil. Nee, der portet einfach hinterher. Das wäre auch geil, wenn er jetzt ja auch rumrollen würde. Hey, abbauen! Was ist es weg? Was willst du denn abbauen? Fahne. Achso. Wie er sich da runterkämpft mit seiner Fahne. Ehrlich, wenn die weg wäre. Gut. Dukti-dukti-dukti-du. Kraki, Kraki. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Kraki, Kraki. Hä? Wie sich das anhört, so mit seinen Saugnapffüßchen. Du, 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 du. Das ist doch ein schöner Familienspaziergang. Oh, guck mal, was da gibt. Guck mal, was da gibt. Boah. Leuchtstein, ja, ich hab schon gewusst. Und ein Portal. Ja. So, einmal das. Komm, Kaki, wir gehen auf Reisen. Ich dachte, du nimmst noch das Dings mit. Ja, ich kann auch schon mal die Steine hier einsetzen. Ach so. So. Hast du jetzt schon alle abgebaut? Ja. Ja. Alles klar. Ich war so dreist. Wollen wir da durch? Na, best. Kaki, war lieb. Nicht verlieren. Wir. Nicht, dass Kaki nur auf dieser Map ist. Nö. Dann werde ich umziehen. Dann wird die Burg einfach da neu hingebaut. Ja. Stein für Stein. Und Teppich für Teppich. Ich bin ja gespannt, was es noch für Haustiere gibt. Ja! Nachher haben wir eine ganze Haustierfarm. Ja, genau. Oh Gott, das ganze Gassi gehen. Da hast du einen ganzen Zoo hinter dir. Oh, das ist doch geil. Würde ich ja richtig feiern. Also eigentlich müssten wir ja noch ein paar Haustiere ja kriegen. Mhm. Vielleicht gibt es auch einen ganz drolligen Hund oder so. Aber wahrscheinlich gibt es keine normalen Haustiere hier. Nee, ist wahrscheinlich. Dann haben wir so ein Alligator oder so ein Nilpferd oder irgendwie sowas. Aber ein ganz normales Haus, die wird doch nicht zu dir passen, liebe Powerbritze. Das ist wohl wahr. Obwohl, doch ein Hund schon. Da machen wir mal eine Ausnahme. Ja. Hunde sind auch nicht normal, Hunde sind genial. Genau. Ohrensein. Ah, Kraki. Schon wieder so eine Herbstmap. Hier gibt's grüner Stein. So. Und so sieht das aus, meine Freunde. Ich sag ja. Es ist nicht wirklich was verpasst worden. Wir haben nur diese grünen Glitzis abgesammelt. So, was haben wir jetzt hier für komische Fliegenmenschen hier rumrennen? Es gibt hier kein Portal. Echt nicht? Ob mein Kompass nicht. Lad auf. Wo sind wir denn laut der Map gelandet auf einmal? Ah, ich werde angegriffen. Ich war auf der Map, du darfst dich angreifen. Alter. Hör auf mich zu, Blitzdings. Geht. Oh. Alter, du hast doch die letzten abgekriegt. Hab mich quasi dazwischen gebrochen. Au. Ja, der haut schon durch mit seinem Blitzen. Oh, das habe ich jetzt nicht rechtzeitig gesehen. Yeah, Buddy. Na, krieg ich ihn vorher? Ja. Alles klar. Ja, ich wollte eigentlich auf der Map gucken, wo wir jetzt gelandet sind. Genau. Ach, hier. In der 108-Welt.
Ja, also es sieht jetzt nicht so aus, dass. Nee, die Welt hat keine Verbindung zu irgendwas. Also da ist kein. Obwohl doch. Doch, zu 10. Doch, zu 104 hat die eine Verbindung, ja. Wo wir gerade herkamen, denke ich mal. Und das war's. Also das Ding dürfte kein Portal haben. Laut Map, denke ich zumindest. Es gibt ja auch nur zwei Leute. Was denn? Blub, Hast du es jetzt auch gehört? blub. Ja, ich habe in der Zeit, aber jetzt. Was hier Oh, da ist eine Kiste im Wasser. Ich greife den fetten Fliegerich von hinten an. Kiste. Dann bitte. Ach so. Ich Hä? nicht schwimmen. Ja, ich brauche Stein oder sowas. Scheiße, ich glaube, ich ertrinke. Ich mach das schnell. Ja, ich habe noch nicht, ich habe nicht genug Stein dabei. Ich zum Startportal hier. Ach so, ja. Oh, das wäre jetzt, glaube ich, knapp. Brauchst du einen Heiltrank? Nö, 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 das regeneriert sich ja. So. Tag, ja, ist überstanden. Ja, ein Glück auch. Da waren ganz viele Babykrakis, hast du das gesehen? Im Wasser? Im Wasser? Nee, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil ich auch mal trinken war. Ja, ich habe es auch nur ganz. Babykrakis? Warte mal, ich baue erstmal eine Treppe. Da unten war irgendwas im Wasser. Ach, das sind böse Krakis. Alter, hier ist alles rot auf einmal im Wasser. So, Holz da. Beton. Ach ja, scheiße. So. Ach, da wird's. Luft nach vorne. So. Der Baum muss immer noch ein bisschen. Oh, ich hab nichts mehr. Dev kommt schon. Kommen Sie, liebe Frau. Und Python! Voll in die Kiste gefallen. Oh. Ja. Auf ins Gefecht. Gott, sind sie viele. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Nein. Hör auf. Nein, er visiert schon wieder an. Das will ich nicht. Oh, hier ist doch eine Kiste. Ah, jetzt hat er aufgehört zu anvisieren. Scheiße, zu spät, ich bin gestorben. Ich wollte gerade hoch. Ah, geil. Wenn ich sterbe, ist Krake Wies noch da. Das ist gut. Das hätte sonst jetzt auch mein Leben erschüttert. Aber ich glaube, die Dinger da unten jetzt. Gibt es da sonst noch mehr so eine Kisten? Alter, was geht denn hier ab, ey? Die machen aber doch ganz schön Damage irgendwie, ne? Beziehungsweise ich krieg hier immer so eine Xe, als ob ich die gar nicht so wirklich töte. Hilf doch mal! Bamsi, Bamsi, Los, stirb! Kraki torkelt die ganze Zeit so langsam hinter uns her. Boah, Alter, das sind doch viel zu viele. Kommen die immer neu nach? Hä? Ich bin auf die Portale gestorben gerade, obwohl ich mich hochgebeamt habe. Wie doof. Ah, das ist mir zu blöd, die ganze Zeit gegen die Dinger zu kämpfen. Oh, Kraki.
killen wir deine Freunde. Ja, dann mach mal. So, Affentanz, was haben wir denn hier? Granatspitzen, hey, da waren wir doch gerade erst, Mann. Affentanz, die Insel wurde von den Mitgliedern der Pongo-Familie überrannt. Verscheuch sie lieber, bevor sie was Komisches versuchen. Hm. Alles klar, ciao. Komm, Kraki, wir gehen. Tunnel fahren! Ich stelle mir gerade das gerade so bildlich vor, wie Kraki so hinterher fliegt, so mit seinen Tentakeln. So. Am besten so, so die Zunge raus wie so ein Hund im Autofenster, so, so Kopf rausstrecken, so. Ja. Das war unser Kraki-Abenteuer, liebe Leute. Ich habe eine rege Fantasie. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ob das Pongo oder wie hast du sie genannt? Pogo, Pongo, irgendwie so hießen die gerade. Lalalala, auch so. Spannend. Also das Pogo-Ding, wo war denn das? Da, Affentanz. 55 Minuten geht das noch. Ja. Mitgliedern der Pongo-Familie. Dann das sehen wir in der nächsten Folge, ob das klappt. Ja, ne? Ja. Das kann ja jetzt was werden mit den Pongos hier. Erstmal müssen wir sie finden. Aber wir haben ja Kraki, da kann nichts schief gehen. Genau, ich glaube, ich habe die Pongo schon gefunden. Könnte möglich sein, dass die das sind. Dann machen wir erstmal das hier. Ja, die sehen zumindest so aus, ne? Die Pongo Pongo. Ja, eben, dachte ich mir auch so. Achso, ja, so geht das ja. Und... was haben wir denn da jetzt noch? Oh, ich kann grüne Kristallblöcke machen. Wie geil sehen die denn aus? Oh. Viel geiler als der rote Teppich. Oh, jetzt weiß ich, wie das Lager und alles so aussehen wird. Rote Teppich, ade. Achso, noch eine Etage. Trotzdem sehen die viel geiler aus als rote Teppich. Warte mal, kann ich dir einen Block zum Zeigen bauen? Kann ich glaube, du kannst dir einen Skizziertisch bauen. Ja, nur am Werkbank. Werkbank 2 kann ich die nur bauen. Warte, ich hab mal Rützel. Das Abenteuer starten wir nächste Runde. Na gut. Ihr habt's gehört. Wir haben ja einen Spieler, einen Spielverderber an Bord. Wir müssen warten. Wir sagen Dankeschön. Und auf wie er hier so rummoonwalkt. Kraki soll tschüss sagen. Piu, piu, piu. Okay, hat er gesagt. Alles klar, tschüssi. Schöne Woche noch und wir sehen uns.